Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über die besten retrospektiven Formate. Wenn du die Serie schon kennst, weißt du, dass ich dir immer Verschiedenes aus der Sprint-Retrospektive in Scrum vorstelle und das ist ein formales Event für die Verbesserung in deinem konkreten Prozess. Das Format heute, was ich dir zeigen möchte, ist das 2510 Crowdsourcing und das ist eine sogenannte Liberating Structure und von diesen werden wir hier auch deutlich noch mehr sehen. Wie immer schauen wir nochmal drauf, warum solltest du unbedingt Retrospektiven machen? Nur mit einer minimalen Verbesserung, aber kontinuierlicher Verbesserung über die Zeit hinweg, hast du ein enormes Verbesserungspotenzial, was du dir nicht entgehen lassen solltest. Probleme sind meist bei den Retrospektiven nicht die Retro selber, sondern es werden keine wirklichen Verbesserungsaktionen zum Beispiel abgeleitet. Wenn Verbesserungsaktionen abgeleitet werden, werden sie oft nicht umgesetzt. Und es wird auch wenig reflektiert, was das Team eigentlich durch diese Verbesserungsaktionen denn nun konkret gelernt hat. Ja, wie sieht das aus? Funktioniert eigentlich jedes Retrospektiven-Format bei jedem? Das ist definitiv nicht so. Auch mit diesem Format heute wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass es nicht in jedem Kontext passt, denn gerade der Kontext, die Branche und das Produkt sind immer anders. Und bei den Formaten zur Retrospektive ist es auch nicht unbedingt anders. Aber das ist auch etwas, was du ja hier in dieser Serie hast. Einige dieser Formate, wozu auch die Liberating Structure gehört, die funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und deswegen stelle ich sie dir in dieser Serie auch vor. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei dir funktioniert, ist nicht gerade gering. Also, wie schon gesagt, heute geht es um Liberating Structure 2510 Crowdsourcing. Und was kannst du damit machen? Du kannst damit Ideen generieren und auch gleich bewerten und damit auch in eine Reihenfolge bringen. Die folgenden Schritte durchlaufen wir bei der Liberating Structure. Jeder Teilnehmer schreibt zu Beginn erstmal zum Beispiel seine beste Idee auf ein Sticky Note. Dann tauschen die Teilnehmer ihre Ideen mit anderen Teilnehmern aus. Die Ideen werden dann auf der Rückseite von der Karte bewertet mit 1 bis 5. Es wird so lange getauscht, bis die Ideen 5 Bewertungen haben, dann werden diese Zahlen addiert. Und die Bewertungen werden dann durch den Moderator vorgelesen und ein Backlog mit Priorisierung entsteht praktisch. So könnte das aussehen. Auf der Vorderseite steht Idee oder Vorschlag und du siehst hinten auf der Rückseite die Zahlen der Bewertung. Dann könnte das große Backlog so aussehen, 25 wäre die höchste Zahl und dann geht das dementsprechend nach unten und man schaut, was man im Raum hat. Gerade das Tauschen und Bewerten ist manchmal nicht so einfach zu verstehen und deswegen die Empfehlung, mach es den Teilnehmern auf jeden Fall einmal vor. Dann solltest du auch darauf achten, dass du die Karten immer so tauschst, dass keine Idee natürlich doppelt von einer Person bewertet wird. Für das Festhalten der Idee kannst du meistens so 5 Minuten spendieren oder je nach Fragestellung, was du halt machst, auch etwas weniger Zeit geben. Grundsätzlich benötigst du 5 Runden für diese 5 Bewertungen und du solltest dir 3 Minuten dafür die Zeit geben. Und dann ist es spannend. Der Moderator fragt die finale Frage, habt ihr denn eine 25 im Raum? Und dann wird die aufgehängt. Gibt es eine 24 im Raum? Wenn ja, dann wird auch diese aufgehängt. Und so geht das immer weiter. Du musst natürlich nicht jede Nummer vorhanden haben, aber so wird praktisch dieses Backlog an der Wand dann aufgebaut. Meistens reicht es auch, die ersten 3, 5 oder auch 10 Ideen zu betrachten. Du kannst aber auch praktisch ein komplettes Backlog so durchsortieren. Wie immer gilt, du wirst auch nicht alles umsetzen können, was du in der Retro findest. Überlegt euch im Team deshalb immer, welches Thema für euch wirklich wichtig ist und bis wann es auch zu schaffen wäre. Wichtig. Ideen der Retro sind wichtig, keine Frage, die Umsetzung ist natürlich entscheidend. Denke auch immer daran, was ich jetzt eben sagte, du musst nicht immer alle Ideen natürlich umsetzen, fokussiere dich hier auch gerne und zwar immer auf das Wichtigste. Dann kennst du es aus den anderen Serien, übernimm Verantwortung für die Verbesserung im Team. Von alleine wird es nicht passieren und wer anders wird diese Verantwortung auch nicht übernehmen. Wenn ihr die Scrum-Werte richtig lebt, dann sollte die gemeinsame Basis vorhanden sein. Wenn du jetzt Probleme mit einer bestimmten Technik hast, liegt es vielleicht nicht an der Technik, sondern schau da mal eine Stufe tiefer. Meine persönliche Präferenz, ich halte Verbesserungsaktionen immer im Sprint-Backlog fest. Dann sehe ich nämlich zum Beispiel wie hier einfach, dass ich auf einer KVP-Lane
auch gewisse Arbeiten zu tun habe und die brauchen natürlich auch eine gewisse Kapazität im Sprint. Und die gibt es nicht umsonst und die soll auch niemand nach Feierabend machen, sondern sie gehören einfach dazu. Ebenso, du kennst das aus den anderen Videos, mein Liebling ist so diese Verbesserungswand, wo ich über die Laufzeit hinweg halt wie in so einer Hall of Fame oder Gallery dementsprechend die Verbesserung aus Retros aufliste. Das könnte so oder so ähnlich wie hier aussehen. Du hast Verbesserungen, das Ergebnis, ne, was habt ihr ausgefunden, was positiv, negativ, was waren Learnings dabei und das dann halt über die entsprechenden Sprints und dann sollte immer was stehen. Und das war's auch mal wieder bis hierher. Ich danke dir mega für deine Zeit, freue mich, wenn du ein paar Impulse mitnehmen konntest und ebenso, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao.